Hütte, die den Elenden in Kenia, in der Hauptstadt Nairobi, ein Dach über dem Kopf bieten soll. Denn der Papst fährt im August nach Kenia. Und für diesen Besuch in Kenia haben die Jugendlichen in ganz Luxemburg gesammelt. Millionen Luxemburger Franken, das sind 120.000 Deutschmark, sind dabei zusammengekommen. Ensemble, ensemble singen sie. Gemeinsam, gemeinsam. Gemeinsam kann man eine neue Welt aufbauen. Und jetzt ist das Haus fertig, das symbolische Haus. Neben dem Eingang bleibt noch ein Loch für einen Stein frei. Den Schlussstein. Den wird der Papst zum Schluss selbst setzen. Und hier wird der Scheck überreicht. Der Scheck über 2,4 Millionen Luxemburger Franken zugunsten der Elenden in Nairobi, der Hauptstadt Kenias. Der Papst wird das Geld auf seiner Reise im August überreichen. Ein solches Zeichen habt ihr heute gesetzt. Das Haus, an dem ihr baut, das Haus einer besseren Zukunft, ist gegründet auf das Vertrauen in Gott, unseren Vater. Es ist festgefügt in der Solidarität, die aus der Liebe Christi erwächst. Es gipfelt in der Freiheit, die Gott uns schenkt. Dieses Haus darf uns kein Luftschloss sein. Es verlangt nach praktischer Solidarität mit Menschen, die kein Haus haben, handfeste Hilfe für Slum-Bewohner in Nairobi, die kein Dach über dem Kopf haben. Aufrichtig beglückwünsche ich euch darum zu dieser großherzigen Initiative christlicher Nächstenliebe.